Hi Leute und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Ich bin heute wieder mit Jonathan unterwegs. Wir sind in seiner Heimatstadt. Sonne scheint, es ist aktuell so ein ziemliches Hin und Her mit dem Wetter. Ihr wisst selber, mal kalt, mal warm. Und deswegen hatte ich ja schon im letzten Video gesagt, wir müssen auf jeden Fall für März das geile Wetter nutzen. Und wir können eigentlich echt, oder wir sind eigentlich echt verwöhnt, weil im März so ein geiles Wetter schon mega. Wir fahren heute mal eine Runde durch Plauen, gucken mal, was hier so geht. Einige Gaps, einige Wiesensprünge, vielleicht ein paar kleine Trails. Also ich habe auf jeden Fall Bock, weil der Typ hier weiß einiges, was hier so geht. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. So Leute, nach einem kleinen Downhill, mehr oder weniger, nach einer kleinen Trailabfahrt, sind wir jetzt am ersten Treppenset hier am oberen Bahnhof in Plauen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, von hier nach da reinzuspringen. Wieder gut, dass Jonathan dabei ist, aufgrund der Leute, weil da unten wird es ziemlich eng. Aber ihr seht es, von da nach da, so das Ding haben, 6-7 Meter, auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Hallo Danny! Hast du alles im Griff? Ich hoffe. So Leute, nachdem wir jetzt das Gap gesprungen sind, ist es natürlich immer eine geile Mission, auch solche Treppen im Manual komplett runterzufahren. Das heißt, ich versuche jetzt da oben zu starten und dann komplett bis hier runter im Manual. Ob das geht? Also es geht auf jeden Fall. Ich habe es mit dem 27,5er schon mal geschafft, das ist schon ein Stück her. Aber jetzt mit dem 29er ist sowas ja immer noch mal eine Hausnummer schwieriger. Aber egal, wir probieren es. Los geht's. Position war jetzt gut, aber wieder nicht geschafft! Ah. Oh. Yeah. Wow. Wow, Alter. Leute! Keine Ahnung, 100 Versuche, nee, nicht, wie viel waren es? 20, 25? 16. Aber es nervt halt. Endlich! Wir sind glücklich! Wir sind glücklich! Wir haben es geschafft! Ich habe es geschafft! Du bist dran mit dem Dirt-Fahrrad! Nee, ich kann das nicht. Oh, kennt ihr das? Es ist immer so schwer. Man nimmt sich was vor, braucht dann wirklich keine Ahnung wie viele Versuche und dann hat man dann irgendwann gar keinen Bock mehr, weil es dann irgendwie zwischendurch mal gar nicht klappt und dann kommt dieser Moment und dann muss man durchziehen. Aber es ist nicht easy, weil es sind auf jeden Fall einige Stufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 33 Stufen, also es ist schon sportlich. Oh, yes! So Leute, Jonathan will jetzt aber nochmal einen Fake auspacken. Der ist ja gerade im Fake gefahren, da dachte ich, jo, das sieht nicht mal schlecht aus, was er da macht. Dann kommt er schon. Also es sieht schon echt sportlich aus, was er da macht. Fakey King ist das. Fahrzeugschild noch blauen, umgedrehte Welt. Junge, so geil. Ja, man sieht, er kommt aus dem BMX-Bereich, das kann er. Fakey, die Treppen runter, komm! Geil, weg ist er. So Leute, wir fahren jetzt einmal hier durch den Tunnel und wieder zurück. Durch mein Zuhause, ne? Das wäre krank, oder? Also wir wollen jetzt eigentlich, oder ich will jetzt mal hier das Gap springen. Ist ziemlich hoch.
keine Ahnung, man hat vielleicht so 2-3 Meter Höhenversatz. Das sieht, ihr wisst ja, auf der Kamera immer sehr winzig aus. Aber wir versuchen jetzt von da oben hier rein. Los geht's. Also das Ding ist, wir haben es hier leicht bergauf. Dann geht es ja schön in die Unterführung. Jonathan checkt ab, dass niemand kommt. Aber es sollte eigentlich gut gehen. Ja! So, jetzt geht es noch mal weiter auf eine kleine City-Action. Für die, die sich ja aufregen, man darf ja kein Fahrrad fahren. Da steht es Fahrräder frei. Wollen wir mal? Ja. Und damit geht's direkt aus der City in einen Wald. Wir sind jetzt auf einem Private Spot. Paar Kilometer noch gefahren, guckt es euch mal an. Von da nach da kann man geil springen. Dann haben sie hier so eine kleine Hip gebaut. Wir haben jetzt unten schon mal geguckt, unten ist einiges kaputt. Oder halt schon ziemlich lang nicht mehr befahren. Aber hier, das sieht schon richtig geil aus, hat man so eine kleine Hip. Wo man von, naja, was heißt klein, die wird auch 5 Meter haben, würde ich so sagen. Oder? 5 hat die auf jeden Fall. Und dann kannst du schön hier so quer rein. Und dann geht es hier unten noch weiter. Wir gucken auf jeden Fall mal hier hoch. Vielleicht gibt es da das ein oder andere noch zu fahren. Wir haben Bock. Jonathan hat übrigens Fahrrad gewechselt. Viel Spaß. Viel Spaß, ne? Wollen wir mal reinsausen oder was? Flitzen wir mal rein. Droben. Geil, Mann! Also wir testen es gerade mal ran, das ist einfach übelst weich, die Sprünge sehen, also sind halt echt cool gebaut, aber es ist so, ihr wisst selber so auf, ich sag jetzt mal Ghetto-Spots, wo er einfach frei gebaut wird, es ist ja trotzdem immer erstmal ein bisschen ungewohnt, das abzuchecken, aber es macht Bock. Find's halt auch, es sieht trotzdem geil aus. Mega. Schaut euch an, zweimal drüber gefahren. Und schon passt hier der Schuh rein. Aber ist cool, also halt so ein bisschen verspielt. Bock. Jo! Wow! Also wir haben gerade ein bisschen gerätselt. Es geht an jedem Sprung eine Spur vorbei und hier sieht man es auch noch mal ganz deutlich. Und hier, wenn ihr das seht, ich glaube, die Dinger sind noch nie jemand gesprungen. Also keine Ahnung, aber hier geht keine einzelne Spur lang. Und wo wir jetzt hier oben dreimal gefahren sind, habt ihr ja gesehen, was da direkt passiert ist. Also irgendwie krass. Wir arbeiten uns jetzt mal noch ein bisschen weiter nach unten durch. Jetzt gibt es hier einen nächsten Sprung, der ist an einem Baumstamm gebaut und geht auch hier in eine Linkskurve. Auch nicht klein. Und es sieht halt immer echt massiv aus, gell? Wenn das so mit Holz gebaut ist. Guck mal hier den kleinen Jonathan an. 1,87 Meter, ne? Okay, so klein ist er gar nicht. Da bin ich ja viel kleiner. Aber der Sprung sieht lässig aus und den
versuchen wir jetzt zu unlocken. Leute, wir sind am Ende des Videos angelangt. Das Fahrrad fliegt ja fast um. Es war wieder ein richtig, richtig geiler Tag. Coole Sachen gefunden, coole Gaps, coole Lines, vor allem in der Stadt immer wieder cool zu fahren. Die Trails auch mega, mega nice. Die waren aber nicht direkt im Blauen. Egal, war richtig fett. Wetter genutzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like da, abonniert meinen Channel, sagt es fleißig weiter und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Viel Spaß. Viel Spaß mit Jonathan.